Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Flatout 2. Ja, endlich mal wieder ein Part. Das Problem ist einfach, ich habe wenig Zeit, deswegen heute leider auch nur zweimal 10 Minuten werde ich wohl nur aufnehmen zu schaffen. Das heißt, es werden kürzere Parts jetzt erstmal sein. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, ich habe einfach momentan wirklich wenig Zeit und ja, deswegen kann ich nicht so viel aufnehmen. Wir hatten unseren Wagen ja ein bisschen, ich möchte sagen, verbessert. Schauen wir mal, was jetzt so geht. Beim Start sind wir immer noch nicht vorne. Oh. Ich weiß fast gar nicht mehr, die ganzen Tasten, die so. Powertreffer. Eieiei. Uff, ja. Läuft nicht so durch. Aber es scheint schon, dass die mehr mithalten. Nehmen wir einen Slam. Non-Slam. Und jetzt schön gegen den Baum da. Ah! Ja, das war natürlich nicht so erfolgreich. Ja. Vierter Platz war so nicht so, was ich mir vorgestellt habe. So, da haben wir ordentlich was mitgegeben, der Sally Taylor. Ordentlich gelitten hat sie. Schon mal ganz schön laut gestöhnt. Was war denn zurücksetzen? Select war auf jeden Fall an sich ändern. Bam! Ui, jetzt sind wir hier aber irgendwie ein bisschen daneben der Strecke. Ein bisschen abgekürzt haben wir. Und wieder wird hier alles zerstört. Neuer Rundenrekord. Ich glaube, da war einige waren da schneller. Oh, wie auch immer ich das gemacht habe. Ich habe da nicht mal was gemacht in die Richtung. Der Martin jetzt direkt mir mal ein bisschen auf, weil sie so hässlich ist. Ich will eigentlich einen schönen Slam mitgeben. Ja, ich würde sagen, das hat sie ganz schön zerlegt. Der Wagen sieht nicht mehr so ganz heil aus. Eieiei. Aber uns auch nicht mehr. Ah, fuck, fuck, fuck. Ja, das war natürlich nicht so gut, dass wir uns da fast gedreht haben. Wollen wir noch diesen Martin das da vorne aufholen. 1.09. Ich glaube auch da war die Martin das wieder ein bisschen schneller. Vielleicht an derselben Stelle nochmal. Ich glaube, da müssen sie fast kaputt sein. Ah, fuck. Ah, da kriegst du nochmal von Teddy Taylor ein mit. Bitchfight, würde ich sagen. So, ich brauche jetzt definitiv irgendwie ein bisschen Nitro oder so. Schade, jetzt kann ich sie wohl nicht mehr zerstören, weil ich mich jetzt um den Sieg kümmern muss. Aber die ist echt schon fast kaputt. Oh oh. Oh oh. Oh, wird nochmal schwierig mit dem Sieg hier. Na los. Oh oh. Nein! Was mache ich denn auch für eine Scheiße hier gerade? Na, ah, hätte ich mal nicht da auch mit rein. Ah, na toll. Ja, nee, ein dritter war jetzt nicht das Ziel. Auch wenn es ordentlich Geld geben sollte. 1200, 1400, Volltreffer 2900. Ja, da haben wir aber nicht so viel rausgeholt. Wir wollen auch den Pokal schließlich gewinnen. Da müssen wir uns jetzt in den nächsten Rennen auf jeden Fall mehr anstrengen. Schauen wir mal. Sollte aber klappen, hoffentlich. Ah. Ein bisschen Nitro sammeln.
Oh, eieiei, das war gar nicht gut schon mal von unser eigenes Auto. Ach, wir zerstören uns hier gerade ein bisschen selber. Wir dürfen natürlich auch selber nicht kaputt gehen. Wir haben auch leider gar keine Anzeige, wie kaputt wir eigentlich schon sind. Ah, die Strecke kennen wir so ein bisschen immerhin. Also Abschnitte. Hier wieder Martinez. Unsere Lieblingskontrahentin. Hauen wir gerne mal eine rein, muss ich sagen. Wenn wir so weiterfahren, ist unser eigenes Auto. Ja, da hat die Martin jetzt vor uns da gewesen, um ihn reinzufahren. Ah, ja, ja, das tut unserem Auto ganz schön weh, glaube ich. Hier schön die Scheiben kaputt machen. Schnell weg da. Eieiei, ist ganz schön. Es wird auf jeden Fall ein bisschen schwerer mitzuhalten manchmal. Ist auch besser so. Hier, komm. Ja, schön Slam mitgegeben. Ja, da hinten die Martinez mit abgeräumt. Na, ja, vorne ist er. Bam! Da ist er rausgeflogen, sogar der Jack Benton. Eieiei. Ups. Okay, das war auf jeden Fall mal ein schöner Stunt. Mal ein bisschen Nitro. 180 schafft er mittlerweile schon. Aber ein bisschen aufgetunt, das Ding. Aber Jack Benton bleibt trotzdem ein bisschen dran. Also man sieht schon, die KI wird stärker. Oh oh. Ja, nicht ganz optimal. Hier mal ein bisschen kaputt, um Bulldozer noch zu kriegen. Oh, was? Arschloch! Oh oh. Na toll. Läuft nicht so gut. Nee! Wieder nur Dritter. Wieder nur Dritter. Wird. Jetzt interessant, wo wir jetzt stehen. 2300 haben wir ordentlich was verdient. Hier haben wir alles geholt, aber insgesamt, eieiei, das können wir fast gar nicht machen, weil die Kate Jackson hat beides gewonnen. Ja, das ist natürlich nicht so optimal. Da haben wir den einen Fehler drin. Ja, den Pokal werden wir uns wohl nicht holen. Wir werden uns wohl dann nur irgendwie Bronze oder so holen. Vielleicht können wir die Martinez noch ab. Bisschen abfangen. Oder wir machen die Katie Jackson kaputt, dann ist es auch noch möglich. Aber das halt zu schaffen, ist halt auch fast unmöglich. Oh, da kommt die Martinez geflogen. Jack Benton führt da, glaube ich. Und hier wäre etwas kürzerer Kurs, deswegen werden hier auch 4 Runden gefahren. Oh, nicht so schlau. Ein Jason Walker. So ein Jahr, diese Namen immer noch nach so einem Jahr dann immer noch weiß. Wo man das Spiel nicht gezockt hat.
Na, versuchen wir jetzt erstmal das Rennen hier dann gleich sicher nach Hause zu fahren. Aber ich denke mal, den Pokal können wir nicht mehr gewinnen. Das wird, glaube ich, unmöglich. Da muss Kay Jackson schon letzter werden und Martinez darf auch nicht so weit vorne sein. Ich fahre jetzt hier auf jeden Fall mal ein bisschen auf den Sieg. Auch wenn das vielleicht ein bisschen langweiliger ist. 34 Sekunden. Wo wir unsere eigene Zeit noch unterbieten können. Wird schwierig, aber wir haben noch ein bisschen Niedraum noch. Und Flug. Jetzt können wir fast bis zum Ziel Nitro geben. Na, haben wir nicht mehr unterboten können. Unterbieten. Okay, Jackson ist zu nah dran. Martinez müssten wir noch gekriegt haben. Aber hier haben wir nur 4 Slams jetzt gemacht. Aber nur Bulldozer. Schnellste Runde haben wir nicht mal. Na, zweiter. Durch die 2 dritten Plätze am Anfang. Ja, blöd. Naja. Parking Lot Derby. Ich sage aber erstmal Tschüss für diesen Part, auch wenn er kurz war. Tut mir leid.